Hallo. Herzlich willkommen will ich jetzt nicht sagen. Einfach mal Hallöchen zu einem kleinen Run oder was auch immer zu El Shaddai, Ascents of the Metatron, Metatron, wie auch immer. Ich persönlich habe es jetzt auch nur den Titelbildschirm gelesen. Ist, wie man unten sieht, eine Demo-Version. Da ich ja nicht nur Let's Plays machen wollte, sondern auch hier und da mal kleine Kleinigkeiten, sieht man ja schon an die Gameplay-Videos vom Uncharted 2 Multiplayer und vom Might and Magic Clash of Heroes Multiplayer. Will ich auch Spiele, also ich weiß nicht, ob es dieses Spiel vielleicht auch auf die beziehungsweise auf dem PC schafft, will ich einfach auch Spiele spielen, Demos spielen. Also eigentlich Demo spielen mit eventuell Bewertungen, weiß ich, das System ist bei mir jetzt noch unausgereift. Einfach sch Dinge spielen, die es vielleicht auf PC nie gibt oder die andere Leute interessiert oder keine Ahnung. Halt mit euch die Demo teilen. Ist jetzt auch das erste von vielen Projekten. Also ich habe jetzt noch einiges auf der Konsole, die ich unbedingt machen will. Muss aber dazu sagen, bin leider noch krank in dem Sinne, dass mir ein Haufen Dreck im Hals hängt. Und deswegen also ich hoffe, dass ich nicht husten muss oder zumindest nicht viel husten muss oder dass mir irgendwann die Stimme wegbleibt. Ansonsten wird es dann so werden, dass ich zwar weiter aufnehme, aber meine Stimme dann abblende, weil ich will jetzt nicht mittendrin aufhören und das nochmal neu machen. Weil wenn es dann die Demo etwas älter ist, dann kennt es ja schon jeder. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt zu dem Spiel, ich habe mich überhaupt noch nicht darüber informiert, was das ist. Habe es einfach runtergeladen, wie ich es mit jeder Demo mache, die mich in irgendeiner Art und Weise anspricht. Die hat es dann Name gemacht. Ist von Ignition Entertainment. Sagt mir jetzt persönlich in der Schnelle auch nichts. Ich habe mich nicht schlau gemacht, sonst wüsste ich vielleicht was drüber. Ja, dann schauen wir doch einfach mal rein. Gut. Sammlung momentan nicht verfügbar. Spieloption anpassen, momentan nicht verfügbar. Dann gucken wir mal ein neues Spiel rein. Normal, wenn du die Geschichte genießen möchtest, wenn du Kämpfe mit etwas herausfordern möchtest. Da ich ja der Typ bin, der lieber auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, machen wir es doch mal so. So, was ist das? Bewegen, angreifen, parieren, springen, Doppelsprung. Stehle die Waffe des Gegners, reinige sie und mache sie zu deinem eigenen. Der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wenn du deinen Gegner bewusstlos geschlagen hast. Was für ein Spiel habe ich mir heruntergeladen? Vor bewusstlosen Gegnern L1 zur Reinigung. Wenn du Gegner reinigst, lagert sich ihre Widerwärtigkeit an deiner Waffe an. Ist allerdings möglich, diese Widerwärtigkeit zu entfernen, indem du die eigentlichen Waffen reinigst. Kopf hoch, Enoch. Wenn jemand eine Waffe reinigen kann, dann du, Gottes Auserwählter. Ach du Scheiße. Gib niemals auf, nicht einmal wenn du völlig erschöpft bist. Du musst bis zum bitteren Ende kämpfen. Schnellfeuererholung. Wenn du im Kampf stirbst, drücke schnell die Tasten auf den Controller. Alle zusammen oder was? Ja, werde ich sicherlich sehen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das für ein Spiel ist. Also keine Ahnung, was mich jetzt. Oh je. Nicht der Ernst. Sah der Bildschirm aber vielversprechender aus. Ja, lass mal sehen, was wird. Fahren sie noch irgendwelche Zacken? Alles klar. Flamme der Macht steigert Enochs latente Fähigkeiten. Aha. Was war das? Licht der Segnung. Stellt deine Rüstung wieder her. Ach, warum ist das so laut hier auf dem Headset? Ich will nicht, dass hier jeder alles hört. Also doppelt hört. Okay, es ist etwas, also in meinem Geschmack etwas eigenartig. It appears Ezekiel is watching you. Ernsthaft?
Oh, hast einen Gegner. War das jetzt schon tot oder was? Stehle die Waffe des Gegners, reinige sie. Ja, habe ich. Alles klar. Ist doch aber eher ein Bogen. Warum ich. Wie auch immer ich mit einem Bogen so rumrennen kann, aber egal. Das sieht für mich aus wie ein Bogen. Ja. Nanu. Enoch ist er, also nicht Enoch. Enoch. Isaac, Isaac, wie auch immer. Komm her. Boah. Hallo? Mach mich nackig, die Schweine. Ach ja, parieren hatte ich ja auch, verdammt. Wenn ich hier dazu komme, jetzt bin ich nackig. Alles klar. Es ist echt irgendwie ziemlich eigenartig. So, jetzt habe ich den der Waffe geklaut und jetzt haben sie alle Bedekäler. Aha. Dann sind wir hier blöd im Nacken. Komm mal her und holen wir trotzdem hier drüber. Also, ja. Schon alleine. Ja, wunderbar. Schon alleine das Kampfsystem ist lustig. Also irgendwie seltsam ist. Jetzt hat man gesehen, dass meine Rüstung repariert wurde. Ich sehe mich runterfallen, wenn ich nicht springe. Also nochmal, ja, parieren war R1, aber irgendwie ICG. Das sind schon komische Gegner. Natürlich wieder zwei, jetzt auch anders sein sollen. Ups. Ah, ich soll die Gegner reinigen. Oder beziehungsweise ich kann die Gegner reinigen. Und keine Ahnung. Irgendwie klappt. Nicht wirklich so wie ich soll. Klingt ja wie Star Wars. Also irgendwie recht eigenartig gemacht. L1 und nu. Aha. Habe ich noch eine neue Waffe. Oh ne, ich habe nur die Waffe. Oh Junge, was ist das für ein Spiel? Vor allem bist du noch am Aufladen, kannst dich gar nicht bewegen. Aber es greifen sich weiter an. Komm, stirb. Ah, ich kann auch so angreifen, ist klar. Was war denn das jetzt? Also echt. Also es wäre. Uah. Ja, kein Spiel, was ich mir auf irgendeine Art und Weise holen würde. Ja, leicht machen sie es uns echt nicht. Ja, wusste ich's doch. Oh, vor uns konnte ich schweben, warum kann ich es jetzt nicht? Liegt da schon eine andere Waffe. Was kommt jetzt? Ja, welche Waffen er stiehlt.
Ja, nur. Bis ein Checkpoint. Aha. Was kommt jetzt? Stimmt nichts Gescheites. Aha. So, you've come. Mhm. Gott. Boah, Junge. Vor allem kann man es nicht mehr abwehren. Irgendwie. It's time you learned your place. Jetzt ist meine Waffe irgendwie dreckig. Sie sind doch sauber. Boah, ich hab die Viecher ganz vergessen. Ne, treff doch mal. Na, Zeit. Was ist das für komische Farben, ey? Das war's schön. Also ein sehr eigenartiges Spiel, manuell noch. Nix für mich. Vor allem mit den Farben komme ich nicht klar. Mal die wieder reparieren, heilen, was auch immer. Wieder zwei solche Leute. Aber gegen den ist die Waffe wieder besser. Ja, ich wollte meine Waffe reparieren, verdammt nochmal. Beziehungsweise säubern. Das ist echt krank. Lass! Ich hab doch geblockt. Komm mal irgendwie schneller. Lass mich raten, damit heile ich die, oder? Wenn ich mit der dunklen Waffe angreife. Ich hau jetzt einfach mal drauf. Aber. Okay, man heilt es nicht, aber macht wahrscheinlich nicht viel Schaden. Jetzt habe ich hier so fett die Taste gedrückt. Über ganz Nugget. Könnte ich heil werden, wenn ich will. Oh, blockt doch nicht jede Attacke. Und wieder war's das für mich. Oh, das Spiel ist überhaupt nicht meins. Ja, ich weiß, dass ich R1 und... This is not your appointed time to die. Es ist... Ja, sehr, sehr seltsam. Erzengel, Erzengel haben den Auftrag, über Enoch zu wachen. Zu ihnen gehören Gabriel, Raphael, Uriel und Michael, der Anführer. Die gefallenen Engel, die sieben Engel, die den Himmel verlassen haben, um auf der Erde zu leben. Es sind Azrael, Arachiel, Barakiel, Ezekiel, Sariel, Amaros und Semyazar, ihr Anführer. Ja, das ist hier irgendwie... Hätte ich eh nicht fertig gekriegt mit Lesen. Jetzt bin ich wieder hier. Kann man sie überspringen? Komm, überspring dich. Na los. Aha. Okay,
Geht es nur irgendwie zu überspringen? So. Nein, geht's nicht. Die mögen mich nicht. Jetzt krieg ich wieder mal in your face. Na, krieg mich wieder mit ein paar Schlägen. 10, vielleicht krieg ich jetzt mit diesen Luftangriffen kalt. Wenn noch nicht dauernd. Nein, du kriegst mich heute mal nicht. Na schön, jetzt kommt die hässliche Materie wieder zum Einsatz. Also der haut mich automatisch auf den Boden, also kann man nur verlieren. It's time you learned your place. Oh Hilfe, jetzt geht's los. Hustanfall. Yeah! Ach Gottchen, ey. Den treffe ich wieder von hier nicht. So, wieder in der anderen farbigen Welt. Oder wie man es auch immer nennen soll. Also holy, man kann ja ganz schön kombinieren, die Dinger. Diesen Superangriff oder wie man es auch immer nennen mag. Nicht schlecht. Das war mal interessant, aber es war es auch schon. Er läuft eindeutig wie aus einem japanischen Film. Spiel, Film, wie auch immer. Ja, ja, mach mich wieder kaputt. Lasst mich doch in Ruhe. Man zieht die Leute auch sozusagen aus. Durfte ich gerade feststellen. Autsch. Doch nicht. Komm, lasst euch irgendwie besiegen. Das werde ich auch nie verstehen. Jetzt habe ich eine schlechte Waffe. Mach sie kaputt, meine ich. Packt euch! Hallo? Also das ist ja wie Endbosse. Also entweder mache ich irgendwas falsch. Ich weiß, ich hätte ihm die Waffe klauen können. Aber es kann ja nicht daran liegen. Das ist krank. Also irgendwie ist das extrem krank.
wieder repariert, geheilt, wie auch immer. Vielleicht liegt es auch wirklich nur an der Waffe, dass ich nicht wirklich viel Schaden mache. Nehmen wir halt mit denen ihre. Das wird sich was bringen, keine Ahnung. Wow. Was ist jetzt los? Ah ja. Jetzt wird es hier zum Super Mario oder was? Hey. Dass ich nicht runterfall. Was ist das jetzt? Stell dich neben diese. Achso. Which weapon you receive depends on the object's state. Also muss ich je nachdem warten, was die will ich mal haben. Frucht der Weisheit verwandelt die Waffe in Enochs Besitz in die Waffe, die er erhält. Das ist genau dasselbe in Grün. Ui, lustig. Pardon. Nein! Glück gehabt. So, jetzt gib mir mal eine andere. Ihr habt nur die zwei. Ja, das liegt sicherlich daran, dass es eine Demo ist. Jetzt will ich der andere so warten. Alles klar. Das heißt jetzt, ich muss dagegen ankämpfen oder was? Vor allem springe ich erstmal blind und gucke eigentlich auf die Wolken. Komm, ich will da hoch. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich geizig. Ah! Bin ich hartnäckig und will die Waffe dort haben. Ah, jetzt kommen die da drüben nochmal. Was soll denn das? Komme ich nicht rein. Notiz der freien Menschenbeobachtungen, die von den freien Menschen aufgezeichnet wurden. Nana ist wieder irgendwo weggerannt. Sie ist vernarrt in Sins Geschichte der tapferen Ishtar, verdammt. Sie wandert immerzu mit ihrem Partner umher und sucht nach dem Boden des Himmels. Falls sie ihn jemals findet, können wir uns die ganze Geduldsprobe sparen. Ich will dich, gib mich dir, wie auch immer. Ach, und jetzt seid ihr wohl wieder nett. Ach, habe ich auch lieb. Irgendwie hat es was. Aber es war's dann auch schön. Wieder hier der Alte zum Vorschein. Ach komm. Also es ist kein Spiel, was mir Spaß machen würde. Verdammt nochmal, Elendsgerüst. Wird eine scheiße Aufnahme. So, jetzt hatte ich den seine Waffe wieder. Hat den Vorteil, dass der nur noch irgendwelche blöden Nahkampfangriffe kann. Und irgendwann mal, beziehungsweise nicht mal mit seiner Waffe klopfen, nehme ich doch mal an. Ja, jetzt kommt wieder irgendein neuer.
mich begeistert das Spiel überhaupt nicht. Weil wenn es immer sowas ist, dass du einfach nur Gebieten rumrennst, ein Viertel rummeterst, weiß ich nicht, überhaupt nicht meins. Jetzt heile ich mich und werd geschlagen, sag ich doch. Also irgendwie Grund aufzuhören. Nee, also ich lasse es mal, weil ich gebe jetzt noch eine Meinung dazu. Habt ihr eigentlich selbst gesehen, es ist ein ziemlich einseitiges Spiel. Keine Ahnung, wie das noch anders wird, aber ich persönlich bin nicht der Fan davon, dann von A nach B zu rennen und irgendwelche Waffen zu kriegen, die Gegner. Okay, ist vielleicht nicht so schlecht, wenn die Gegner die auch haben, aber. Ja, also das ganze System ist überhaupt nicht mein Fall. Also, ja, ich kann jetzt nicht wirklich was dazu sagen. Mich begeistert es überhaupt nicht. In dem Sinne lasse ich es mit dem Spiel. Gucken wir doch mal schnell rein, was wir uns dann noch. Oh ne, gucken wir nicht rein. So, kriegt ihr da einfach mit. Also dann, danke fürs trotzdem angucken, auch wenn es, wie gesagt, sehr ballaballa war. Ballaballa im Sinne von eigenartig. Und Entschuldigung für die zwei wunderschönen Hoster. Man hört sich, sieht sich, wie auch immer, dann das nächste Mal. Tschüss.